Natürlich geht es bei der Zukunft der Arbeit nicht nur um das Was und das Wie, sondern auch um das Wo. Und vielleicht auch darum, wie das zusammenspielt oder wie das zukünftig zusammenspielen wird. Und es gibt einen Menschen, da steht er schon, auf dessen Job ich unfassbar neidisch bin, weil er genau das erforscht. Raphael ist Head of Research and Transcouting bei Vitra, von denen übrigens auch diese Möbel hier stammen, by the way, und macht nichts anderes, als um die Welt zu reisen, sich die spannendsten Orte der Welt anzugucken und zu überlegen, was kann man davon lernen. Von daher, vielen, vielen Dank, Raphael, dass du da jetzt ein paar Erkenntnisse mit uns teilst und ja, viel, viel Spaß. Raphael. Ja. Ich räume mal noch schnell auf. Das finde ich gut. Habt ihr noch die Folien für mich? Dann sehe ich auch alles. Okay, die kommen noch. Die sind noch irgendwo im Kabel. Ja, ich bin erstmal beeindruckt, wie viele Menschen sich für dieses Thema interessieren. Das macht mir Freude. Das sah vor 10 Jahren sah das anders aus, weil ich mache das schon länger. Und insofern macht mir das auch Mut. Ja, und genau da sind wir so schon. Handhabt es jetzt wieder runter, weil ihr bekommt alle Folien, die ihr seht, die könnt ihr dann haben. Sagt ihr dem Lars Bescheid. Und ich fange einfach mal an. Kurz was zu mir. How to work better, hat mal bei mir so angefangen. Ich habe mal Schreiner gelernt. Heute lebe ich am Fuße des Bayerischen Waldes auf einem kleinen Hof, der hat auch die Heizdisruption hinter sich. Wir machen alles mit Erneuerbaren, so dass mein physischer Arbeitsplatz und das hier ist mein Kopfarbeitsplatz. Und beim Kopfarbeitsplatz sollte man etwas demütig sein. Das Bild ist entstanden letzte Woche beim Future Center bei VW. Die haben so eine riesen 5K-Wand und da stand ich vor meinem eigenen Schreibtisch, da hat man dieses Bild gemacht. Und so sieht es bei mir auch aus dem Kopf aus. Übrigens mit einer Berliner Note, mit dem Kinzo-Zollstock von dem Kinzo-Architekten. Ich glaube, der Chris ist auch hier. Ein Intro zu Vitra, ganz kurz nur. Ja, Vitra beschäftigt sich zeitlebens damit, nicht kritiklos anzudienen, was denn der arbeitende Mensch möchte, sondern einen Beitrag zur Erneuerung zu leisten. Weil der Rolf Fehlbaum, die zweite Generation, der war angetrieben, genau das zu tun und immer irgendwie einen neuen Standard zu entwickeln oder mit den Dingen zu brechen, die es denn schon gibt. Und ich habe da diesen traumhaften Job, ich bin ein Satellit. Das bedeutet, man ist oft einsam, weil man viel alleine reist, man muss gut mit sich selber auskommen. Aber das Spannende ist, ich kann so ziemlich in jeden Suppentopf reinkommen, gucken, den es gibt. Und das bedeutet, ich besuche nicht nur Architekten, ich besuche Speed Factories, Startups, Universitäten, Museen, alles das, was mir gerade in den Sinn kommt. Und die Schwierigkeit ist natürlich dann, wenn du das alles nach Hause bringst, was machst du damit? Da gibt es aber noch was anderes. Und da hat mir mal geholfen Nick Foster. Nick Foster, seines Zeichens Designer. Ich glaube, den besten Job, den er hatte, war bei Google für die Moonshot-Projekte. Man erinnert sich, dieses Moonshot-Narrativ, letzte Woche noch bei euch im Podcast gehört, super toll, hat mich sehr inspiriert. Und er brachte es auf den Punkt und sagte, naja, was auch immer du suchst, wenn du einen Blick einer zukünftigen Welt haben möchtest, dann suche nicht das ziemlich spitz mit dem Brennglas, sondern versuch einmal das Ökosystem um dich rum zu verstehen. Und ein Beispiel dazu, ich wohne ja im Wald und wenn man mit Leuten in den Wald geht, sagen sie ja nicht Fichte, Tanne, Hase, Gras, sondern die gehen in den Wald und so ist alles das, was vor uns liegt in der Zukunft, ein großes Ökosystem, die Dinge rauszupicken. Irgendwann kam ich natürlich aber auch den Punkt, auch in meiner Rolle als Satellit, da musst du liefern. So, jetzt hätte ich einen Bericht schreiben können mit 895 Seiten, das kann ich aber nicht, mein Deutsch ist dafür zu schlecht, bin ich auch viel zu faul für. Und ein französischer Kollege sagte, Raphael, du musst uns ein Panorama geben. Ein Panorama über die Welt von morgen. Und dann kam ich erst auf die Idee, wie degeneriert wir doch sind durch die industrielle Ökonomie. Weil wir uns jeden Tag vor so 16 zu 9 setzen und das, was der Monitor zeigt, existiert nicht. Und es gibt ja Leute, die sind ja gezwungen, die müssen ja mit Computerprogrammen arbeiten, mit irgendwelchen ERP-Systemen. Und das, was es da nicht gibt, das können die gar nicht denken. Und dann Instagrammen wir jetzt, klar, das mache ich auch, dann wird das Bild noch kleiner und wir kommunizieren mit Hashtags. So, und dann kam mir die Idee des Panorama. Ein Panorama ist ein großes Bild, was zeitgenössisch eine Szene zeigt. Die ersten Panoramas sind mal von den Chinesen gemalt worden und in der Neuzeit dann auch bei uns in Europa und da wurden sogar Gebäude dafür gebaut. Und das Tolle an so einem Panorama ist, dieses ist das Bourbaki-Panorama, zeigt eine Szene vom Deutsch-Französischen Krieg, wo der General Bourbaki vor den Deutschen flüchtet, in die Schweiz emigriert und das können Sie betreten, ich glaube, es ist fast 124 Meter lang. Und auf einmal stehen sie mitten im Bild und sie haben so ein immersives Erlebnis und sehen dann da, die Soldaten kommen und dann drehen sie sich rum und denken, was ist da hinten? Und schon wenn sie nach da schauen, haben sie vergessen, was sie hier gesehen haben. So mit der Zukunft und auch dieses Thema Where to Work Better ist es ähnlich.
Es ist eben nicht nur Digitalisierung, es ist eben nicht nur Personal, es sind viele, viele Themen, ein großer Fächer an Themen, die wir vor Augen haben sollten. Gesagt, getan, ich mache das immer gerne mit Studenten, weil Studenten so herrlich uncorporate sind. Junge Menschen, sehr aufgeklärt, sprechen anders als ich, denken anders als Vitra, bringen ganz anderen Spin da rein und so sieht es heute aus. Ihr könnt das Panorama auch bei mir haben, es ist ein 3,5 Meter großer Plot. Übrigens auch das ist was Tolles, was Physisches vor sich zu haben, so ein 3,5 Meter großer Ausdruck, wo du erstmal denkst, und jetzt, was mache ich denn damit? Und ich gehe da mal kurz durch. Das Panorama hat immer so einen leichten Abstract. Der Abstract ist so Aperitif, ja, so wie wenn du zum Essen gehst, bereitest dich vor. Dann gibt es aber unter dem Abstract Thesen. Die Thesen sind dann eher so wie ein Brandbeschleuniger. Das ist so wie die zweite Flasche Rotwein, weil dann ist man erst bereit, sich mit anderen Realitäten auseinanderzusetzen. Die sind auch so ein bisschen provokant, das ist aber wichtig, dass man das tut. Und dann gibt es 8 Themencluster. Genau, wir haben eben nicht nur 2, wir haben 8. Und hinter all diesen Themenclustern liegen in Summe 700 gelesene Artikel, White Papers, Studien, irgendwelche Besuche. Und natürlich habe ich davon nichts selbst erfunden, weil man das gar nicht mehr muss. Man muss nur draußen rumwühlen, einfach 100 Frösche küssen und irgendwann ist ein Prinz dabei. Und jetzt führe ich sie da mal durch. Das erste Thema, Where to Work Better, ist Human Core. Die deutsche Variante kommt im Februar, man würde sagen, eine neue Art des Humanismus. Und dann sagen viele Leute natürlich, ja, Raphael, aber das ist mir gar nicht fremd, dass der Mensch wichtig ist, aber es passiert etwas Neues. Wir haben die Möglichkeit, mal 100 Jahre alt zu werden. Wenn man jetzt 20 ist und ich sag mal 30, hat wenig geraucht, ein wenig getrunken, kann man mal locker 100 Jahre alt werden. Und Menschen, die 100 Jahre alt werden, haben eine andere Erwartungshaltung an ihre räumliche Umgebung. Die stellen sich nämlich die Frage, welchen Beitrag leistet diese räumliche Umgebung zu meiner Vitalität? Ja? Und auf einmal gibt es sogar einen Index, übrigens auch ehemalige Goldman Sachs-Leute haben das gegründet, den Well-Index, dass zukünftig Bürogebäude zertifiziert werden können, nicht nach deren Nachhaltigkeit, sondern was machen die mit mir als Menschen? Was machen die mit meinen physiologischen und psychologischen Konditionen? Wie wirken die auf mich aus? Ein anderer Aspekt in diesem Thema Human Core ist die Lehre der Biophilie. Biophilic Design oder Biophilia, also die soziobiologische Lehre. Was macht eigentlich, wie ist der Mensch mit der Natur verbunden und wie wirkt sich städtischer Raum auf den aus? Oder andersrum, was passiert, wenn die Natur zurückkommt in den Raum? Wie wäre es eigentlich, wenn ein Büro ein Gewächshaus wäre, wo Menschen wachsen und gedeihen können? Und auf einmal, damals war das noch esoterisch, jetzt beschäftigen sich Designer damit, ja, recherchieren die Bücher und auf einmal gibt es eine Architektur, die diesen Spin hat von Biophilic Design oder Biophilic Architecture. Also das eine Aspekt ist, ja, es sollte sehr menschlich sein. Der zweite Aspekt, wir nennen es Campus Community. Man könnte auch sagen, so die Arbeitsgemeinschaft. Die meisten Kunden, die sich heute zu uns verlaufen, zu Vitra, haben genau das auf dem Radar. Die investieren in den physischen Ort der Arbeit. Übrigens, Microsoft hat mit dem größten Unternehmenscampus der Welt investieren in den nächsten 5 Jahren 1 Milliarde US-Dollar. Der steht aber schon. Ja, ist nicht so, dass sie das alles renovieren müssen. Das heißt, die investieren nochmal in diesen physischen Ort. Warum tut man das? Wir reden immer von Unternehmenskultur und ich lade Sie dazu ein, mal Unternehmenskultur zu zerstückeln in eine Art kulturellen Framework. Ein Framework wie so eine Art Mikrochip, der die Soft- und die Hardware der Organisation steuert. Ich besuche mehr als 100 Unternehmen im Jahr, die ich vorher nicht kannte und bei allen steht eins an erster Stelle, das ist der wirtschaftliche Erfolg. Bei allen Unternehmen, übrigens bei Vitra auch, wenn Sie das Projekt Vitra-Buch aufschlagen, steht da, alles das können wir uns nur leisten, wenn wir einen wirtschaftlichen Erfolg haben. Die Frage ist aber, was steht an zweiter, dritter, vierter Stelle? Unternehmenswerte sind nicht nur Vertrauen, Loyalität und Freiheit. Unternehmenswerte können viele andere Dinge sein. Und wenn man Klarheit hat über seinen kulturellen Framework, wenn man das mal fühlt oder spürt, dann hat man auch Klarheit darüber, wie die Architektur dazu aussehen soll. Architektur ist nicht instant. Sie können nicht einfach, so wie Kakao, Kakaopulver, Milch, fertig. Architektur müssen Sie kauen und begreifen. Und auf der anderen Seite einen Architekten haben, der Sie versteht und der Ihre Organisation als Wesen aufnimmt. Und wir sind sehr viel zu funktionalistisch. Die stärkste Geste bei der Campus-Gemeinschaft ist, Gemeinschaft zu verorten. Geben Sie der Gemeinschaft Platz, das ist das eine. Und die größte Geste ist den großen Platz, wie hier dieses Atrium bei Intuit. Das andere ist auch, dass die Architektur sichtbar ist, dass Sie das Gefühl haben, mein Kollege ist da und nicht, dass sie alle nur am Fahrstuhl treffen und dann verschwinden die irgendwie. Dass auf einmal Treppen nicht irgendwo im Gebäude verschwinden, sondern große Balkone sind. Im kleineren Maßstab, und das passiert gerade bei vielen Unternehmen, ist, dass sie sagen, die Teams können nur so groß sein, wie du soziale Beziehungen aufbauen kannst. Nichts Neues. Und so sieht auch die Architektur aus. Das ist bei Airbnb in San Francisco.
das letzte Headquarter, das war meine Shopping Mall. Und die Teams sind untergebracht in Nachbarschaften, ja, 20 bis 30 Mann. Das Interessante ist, diese Teams sind autonom. Autonom, wie sie ihre Arbeit machen, aber auch autonom, wie die sich einrichten. Das ist wie eine Wohngemeinschaft, ja, wo du so sagst, diesen Raum machen wir jetzt einfach so. Nicht generisch, jeder kriegt das Gleiche, und das ist es halt bei uns, sondern zu sagen, was hättet ihr gerne? Okay, organisiert euch, weil die Teams dann auf einmal eine ganz andere Tiefe haben und eine ganz andere Zugehörigkeit. Also, das Haus der Gemeinschaft, der zweite Aspekt. Der dritte Aspekt, der ist relativ neu, wir nennen es Cluster Economy. Eine Geschichte dazu. Dieses Gebäude ist das Pressezentrum gewesen der Olympischen Spiele in London. In der Nachnutzung hat die Stadt London das gegeben an eine Universität, an Start-ups, an Künstler und an irgendwelche SME-Companies, die natürlich niemals in das gleiche Quartier gezogen werden. Die Künstler würden in London bei den Künstlern bleiben, die Start-ups bei den Start-ups, und auf einmal wurden die da reingesteckt und haben gesagt, Jesus, was haben wir miteinander zu tun? Was aber dann passierte ist, in den sozialen Flächen fand Interaktion statt. In der Cafeteria, beim Streetfood, in der Toilette, am Fahrradparkplatz. Und auf einmal haben die ursächlich nichts miteinander zu tun haben, da passiert etwas. Ja? Das heißt, aus Gruppen, die eigentlich nicht zueinander gehören, entsteht eine neue Art der Zugehörigkeit. Firmen machen sich das jetzt zunutze, vor allem große Firmen, und bitten Fremde zu Tisch. Warum ist das wichtig? Wenn sie Kinder haben und die bringen Freunde mit, die aus einem anderen Kulturkreis oder aus einem anderen gesellschaftlichen Milieu sind, ändert sich das Gespräch am Tisch. Und deshalb ist es wichtig, die Unternehmenstüre aufzumachen für Menschen, die mit ihrer Firma nichts am Hut haben. Yahoo hat das gemacht. Yahoo hat in Japan, wir haben so einen Hackathon gemacht mit der Fragestellung, was wäre eigentlich, liebe Headquarters in Tokio, wenn ihr das Erdgeschoss der Nachbarschaft gebt? Das ist ein öffentlicher Raum, was auch immer die damit tun wollen. Gesagt, getan. Yahoo hat da heute einen Coworking Space draus gemacht, das heißt Yahoo Lodge. Würden Sie sagen, ist ja nichts Besonderes? Ich sage, ja, muss man sich erstmal trauen. Ich kenne kein deutsches Beispiel, die das so groß machen, auf über 1200 Quadratmeter. 500 bis 600 Leute, die mit Yahoo nichts zu tun haben, wuseln da jeden Tag rein und raus. Ja? So, und das zweite Beispiel also dazu ist, wie öffnen Sie die Türe, dass eine andere Durchmischung kommt? Drittes Thema und sehr wahrscheinlich das wichtigste Thema für uns in der alten Welt: Talent Transfer. Das World Economic Forum beschäftigt sich ja mit der Fragestellung der zukünftigen Arbeit schon lange. Und ein Thema ist das Thema Reskilling. Wie können Sie voneinander lernen? Das bedeutet, wenn Sie heute Drummer sind in der Band, müssten Sie morgen Gitarre spielen. Aber Sie haben die Gitarre gespielt. Aber das ist wichtig. Und unser Problem ist, Arbeit ist unsichtbar. Ein Beispiel dazu von Adidas. Adidas hat in Brooklyn die Brooklyn Farm. Bedeutet, dort arbeiten etablierte Designer zusammen mit Menschen, die von Design keine Ahnung haben. Es werden Leute auf der Straße angesprochen, was machst du gerade, ich verkaufe Beagles, würdest du gerne mal Schuhe machen? Ey, ich habe noch nicht Schuhe gemacht, dann mach doch mit uns Schuhe. Mit dem Regelwerk, du kannst von jedem etwas lernen und die größte Geste des Feedbacks. Ich habe gesehen, ich habe nicht wenig Zeit. Das nächste ist ein Thema Talent Transfer. Wie stellen Sie Werkzeuge zur Verfügung? Die Werkzeuge, die wir heute zur Verfügung stellen, richten Leute eher ab, wie dass die Leute damit eine kreative Freiheit haben, mit diesen zu arbeiten. Dritter Aspekt, Machine Minds, gehe ich rüber, Frage der Zeit, können wir in der Küche klären, Permanent Beta. Spannendes Thema. Alle zogen nach Berlin und machten die Garagen auf und machten hier die Werkstätten, auf einmal kommen die zurück. Sie können nicht die Kreativen irgendwo wegschicken und bei ihnen zu Hause im Schwarzwald passiert nichts. Und die Arbeit wird immer mehr Beta. Das ist der Rebellenführer von Beta, das ist David Lee in Shenzhen. In Shenzhen sitzen 100.000 Designer, die nicht mal Alpha State of Mind sind, die machen Beta State of Mind. Die machen keinen Prototypen mehr, die machen sofort die nächste Serie. Und die Fragestellung ist, wie kann das kommen, dass immer mehr Design Thinking etc. studiert wird und die Architektur sich nicht anpasst? Und das ist ein Beispiel, wie sich Architektur anpassen kann. Das ist bei PricewaterhouseCoopers in Zürich. Und das stärkste Momentum, was hier passierte, ist, Arbeit wird auf einmal sichtbar. Ja, und die Leute können das konfigurieren wie eine Turnhalle. Es ist unkompliziert und jeder versteht das eigentlich, wie er Raum nutzen kann, ohne eine räumliche Zäsur. Nächstes Thema, eco-friendly. Spätestens nach dem Sommer wird klar, dass die Leute einen anderen Anspruch haben an ihren Arbeitgeber, wie es auf der Arbeit aussehen soll. By the way, wie stehen wir zur Natur? Das ist das stärkste Listing von Airbnb im vergangenen Jahr. Wenn Menschen sich aussuchen können, was ist der heißeste Spot? Kein Schloss, kein Motorboot, dann ist es eine Hütte. Darum ist die Frage, wieso kommt die Hütte nicht ins Büro? Wie Amazon es macht mit den Spheres. Alle haben gedacht, Marketing-Gag von Jeff Bezos. Seit dem 29. Januar ist die Bude voll. Jeden Tag. Und in Seattle könnten Sie in 15 Minuten mit dem Auto in den Wald fahren, in einer Stunde zum Mount Rainier. Und er baut ein Gewächshaus mit 40.000 Pflanzen und die Leute gehen vom 30. Stock runter und marschieren da rein. Adobe kocht jahreszeitlich. Adobe unterrichtet die Leute in jahreszeitlichen Gerichten. Neben der veganen Küche
gibt es auf einmal jahreszeitliche Gerichte. Und die Leute reflektieren das, weil sie glauben, sie können damit einen erweiterten Beitrag für die Umwelt leisten. Und jetzt komme ich zum Schluss. Transversalität. Ein Büro sieht nicht mehr aus wie ein Büro. Aha, haben wir alle kapiert. Aber was steckt dahinter? Das steckt dahinter. Dass auf einmal in London gehen sie an einem Coworking-Space vorbei, das ist eine Fahrradwerkstatt, das ist eine Cafeteria und das ist ein Coworking-Space. Die Leute nehmen Raum an und bestimmen den selbst. Und wenn Google jetzt gerade den neuen Campus baut, ist das komplette Untergeschoss offen für die Nachbarschaft. Jeder Google-Mann und jeder aus Mountain View kann das gleiche Konzert besuchen, geht in die gleiche Bibliothek, könnte sein Kind in den Kindergarten abgeben unter Voraussetzung, der zahlt. Aber da ist im Prinzip das Transversale, daraus entsteht, dass halt den Raum öffnen. Und das letzte Beispiel ist eine gute Studie, Sie kriegen uns alle Folien, kein Stress, ist eine gute Studie von Stanford und vom Architekturbüro. Das nächste, was passiert, ist, dass Leute den öffentlichen Raum okkupieren werden. Das heißt, der öffentliche Raum im verdichteten Bereich wird der Arbeitsplatz für morgen. Für die, die nicht mitgekommen sind, Dankeschön. Nicht klatschen. Es gibt noch einen duften TED-Talk, der ist seit einer Woche online. Es gibt immer wieder Artikel. Auf LinkedIn am besten folgen, kommen jeden Tag. Pops da was rein. Und wer das Panorama haben will, der schreibt immer an den raphael.gilgen@vidra.com und kriegt das dufte Panorama nach Hause gesendet. Viel Spaß. Vielen, vielen Dank.